Was gibt's Schöneres als Sonne, Schnee, aufgestellte Kinderstimmen, motivierte Rentner, sportlich Begeisterte oder einfach die, die die Seele baumeln wollen? Das Berghaus Malbunenbuchsenberg bietet für all diese Ansprüche und für viele weitere Ansprüche etwas. Für ein Schwätzli, bei einem Kaffee, dine oder draussen auf der Terrasse, zmitzt im Schnee sitzen, auf den alten Sesselbahnen, ins Tal abschauen, mit einer Fernsicht, die seinesgleichen sucht. Bis am Bodensee, auf den Bündnerbergen, weit, weit ins Österreicherland raus. Alle Sorgen vergessen. 1350 Meter über Meer ist diese Welt etwas anders. Ob man jetzt abschaut oder eben rauf und eine von diesen verschiedenen Touren im Winter und im Sommer in Angriff nimmt oder einfach einen Skitag macht. Extra Fahrten für einen extra Tag. Da kumpelt auch Kinderherz, wenn sie da aussteigen. Schule an der frischen Luft. Halt schon etwas anderes. Und Nicole und Stefan, die geben denen dabei alles, um einem das Leben zu versüßen. Im eigentlichen Sinn. Also dann, der Skitag kann starten. Zuerst aber gibt es klare Regeln. So, guten Morgen miteinander, auch die zweite Gruppe. Ich möchte euch herzlich begrüßen, Buchsenberg. Wir haben wunderbar Wetter, sie hat einen schönen Tag. Damit der Tag aber auch schön bleibt, braucht es ein paar Regeln. Und jetzt die hören den Schnee bellen, wenn ich am Reden bin. Und zwar alle. Wenn wir die Regeln einhalten, dann bleibt es auch ein schöner Tag. Zuerst für die Skifahrer am Lift ist es absolut verboten zum Slalomfahren. Wenn man sonst die Seile aus den Rollen rausrupft und dann steht der Lift nachher still. Zoberst, beim Hütli, das er abbügelt, hat es einen Masten und hinten dran ist nachher die Rampe. Dort müsst ihr durch den letzten Mast durchfahren und kurz vor dieser Holzrampe müsst ihr den Bügel loslassen, nicht vorher schon. Sonst haben wir ein plötzliches Problem, wenn der Bügel am Lift einhängt. Die Skipiste hat eine hier gerade runter, eine ist auf der rechten Seite, geht hinter der Welt durch. Und durch das Wetter durch jetzt auch noch so zwei, drei Spuren. Wir bleiben auf diesen Pisten bleiben. Und wenn ihr mal zu weit runterkommt, spätestens bei der Strasse dürfen ihr nicht mehr weiterfahren. Dann müsst ihr die Strasse noch wieder rauflaufen. Also sind ihr nachher weg. We'll be right back.
Ja, Thies, du bist mein Cousin, wir sind wir Pensionisten, Pensionisten aus Leidenschaft. Jawohl. Und das ist jetzt ein Lieblingsjob von dir hier. Ja, da würde ich sagen, das ist, im Winter ist das der Lieblingsjob, im Sommer zu campieren. Aha. Dann stehst du hier oben und schaust, dass die Kinder richtig abbügeln. Und was ist deine Aufgabe da? Ja, ich muss hier den Knopf betätigen, wenn etwas ist. Aha. Und wenn halt niemand kann ausbügeln kann, dann muss ich halt noch eine Rampe rein. Füßli wegnehmen, Ski wieder anlegen oder auch wieder mal Skistöcke holen, wo sie hängen bleiben. Und einfach diverse Sachen. Und immer auf Draht sein, damit niemand keinen Unfall gibt. Eben, also da muss man schon sagen, das ist hier oben hochprofessionell, gell? Also, da musst du ja schon schauen. Du musst also manchmal 8 Augen haben. Weil du musst hier auf den Knopf schauen, du musst schauen, dass da unten jemand rausgeht, dass die Bügel recht einziehen, dass die Schnüre gut dahin sind. Alles. Du musst einfach gut schauen. Sonst passiert es eben, dass ein Bügel kaputt geht oder eine Schnur rausruft. Und dann haben wir halt die Reparaturen. Und vorher hast du einem Mädchen cool für Ski anlegen und hast sie dann an einen anderen Ort eingeschickt? Ich habe sie hinten eingeschickt, weil die Linkpiste, also wenn man nur kommt rechts, ist ein bisschen leichter, wenn die links ein. Ja. Weil die ist steiler und dann ja, hilft man halt, was man kann. Oder man kommt, wenn mal irgendetwas, wenn nicht gerade viele Leute da sind und nicht ein Foto machen. Ja, dann steht man halt auf und macht hier ein Foto, warum auch nicht. Oder? Das ist ja, würde ich sagen, einfach hier gegenüber den Leuten etwas Angenehmes. Sie haben nämlich Freude und dankbar sind sie vor allem, das muss man sagen. Wir haben ja beide auch Kinder, wir sind selber mal Kind. Ja. Also, wie siehst du die heutige Jugend? Das ist jetzt von der Disziplin her, es geht ja darum, dass sie hier eben richtig abbügeln, ins Slalom fahren. Ja, das ist... Es ist... Meine, wir haben auch als Kind haben wir auch Seich gemacht. Das muss man auch zugeben. Einmal wir zwei schon, gell? Oder, ja, sicher. Man hat, darum hat man ja nicht schon mit einer Wischkille überkommen oder so. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Es gibt immer Rowdy dabei, das ist klar. Das kann man nicht vermeiden. Aber es ist eben hier der Reiz, eben, der andere macht es und dann der andere, ja, er hat es so gemacht, warum darf es ihn nicht? Oder? Und da muss man einfach da schauen. Dann bist du jedes Mal, wenn schönes Wetter ist, hier oben, dann wirst du aufgebaut. Ich bin am Morgen, ja, also normal ist ja Mittwoch, Samstag, Sonntag. Und dann bin ich am Morgen hier oben und am Nachmittag gehe ich unten rein, da tun wir dann auch ablösen, der Hans und ich. Und dann geht das tiptop. Eben rauskommen, sofort. Das ist noch schwierig, fast schwierig, dass man richtig den Bügel loslässt. Jawohl, und eben vor allem, dass sie sofort von der Liftpiste rauskommt. Das kommt die Nächsten und dann passiert es, dass der eine Bügel fallen und der andere hat ihn im Kopf oder in den Beinen. Genau, also immer auf Draht. He? Da musst du immer auf Draht sein, vor allem wenn so viele Kinder da sind, wie jetzt gerade wieder. Aber bei dir merkt man, gell, Pensionist hier oder her, du hast das irgendwie gern. Du machst den Job gern, du hast Kind gern, gell? Ich mache es gern und Kind hat man auch gern. Ich sehe es bei dir, so kein Ski. Wie kommst du denn da ein? Ja, wir entweder laufe ich ein oder sie holen mich mit dem Quad. Oder? Und du auch. Weil Skifahren tue ich nur, seit Kind. Nur haben wir einen Aufstieg, morgen früh habe ich gesagt, dann tue ich auch nur Skifahren. Und jetzt, ja, jetzt bin ich einfach da oben und eben, einlaufen, das tut ja gut. Natürlich. Oder? Also eigentlich rundum zufrieden, he? Ich bin zufrieden, glücklich und zufrieden. Oder? Ich will es also nur anders haben. Oder meine... Pensioniert sein, es ist immer, man hat ja immer etwas da. Das weißt du auch, oder? Und ja, was will man anders, oder? Geniessen vor allem, das ist das Wichtigste, geniessen. Thank you.
Du, Stefan, Full ja. House, also kein Problem für euch? Nein, wir haben das gut vorbereitet. Die Kinder haben das gut im Griff, wenn man so sagen darf. Das heisst, sind für so viele Kinder sehr anständig. Super gegangen auch schon letzte Woche. Letzte Woche dürfen wir ja den Skiclub Buxtehude haben. Da haben wir jeden Tag auch 120 Kinder verpflegt, dann mal ein bisschen mehr. Jetzt sind wir geübt, können das jetzt also. Also von dem her für uns, von der Küche und vom Service her, eigentlich gut im Griff. Aber eben, wenn man nicht reserviert hat und so, wenn man sich nicht darauf einstellen kann, ist schon ziemlich heavy, oder? Zuerst mal auf nichts und dann auf einmal ratzfatz und dann kommt alles. Also ich sage jetzt, wenn jetzt gerade natürlich auf einen Schlag über 100 Leute ins Berghaus kommen, dann wird es für uns sowohl vom Service wie von der Küche natürlich haben wir schon, wie soll ich sagen, brenzlige Situationen, so in dieser Stunde, haben wir über den Mittag. Aber wir versuchen immer unser Bestes zu geben und das mit Speditivität, Schnelligkeit, schlussendlich zählt auch die Frische von der Ware, die auf den Tisch kommt. Und das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht. Und wir versuchen da wirklich jeden können, abzufangen und entsprechend gut und schnell zu bedienen. Wir haben auch sonst viel geändert, gell? Wenn man auf dem WC ist, hört man Kuhklänge. Oder wenn man reinkommt, ist die Einsehen, das andere gibt Sitzgelegenheiten. Also ihr habt einiges da verändert. Ja, wir versuchen halt also ein bisschen, wie soll ich sagen, Zeitgeist anzupassen. Wir versuchen so ein bisschen den Gast abzufangen auf allen Ebenen. Wir probieren auch dem Gast ja ein gewisses Erlebnis zu bieten, hier oben auf dem Buxenberg im Berghaus. Und ja, wie es halt immer so ist, den einen gefällt es, den anderen weniger, aber das grosse Echo ist sehr positiv und das freut uns. Und so werden wir doch weitergehen, jetzt noch bis Ende dieser wunderbar tollen Wintersaison und dann nachher wieder ab dem 10. Mai dann wieder Vollgas in die Sommersaison. Und auch bis dahin, denke ich, gibt es die ein oder andere Veränderung nochmal im Berghaus. Das ist ja ein stetiger Prozess und ich glaube, das ist ja das, was der Gast heute erwartet, dass auch zwischen ihnen zwar etwas beständig bleibt, aber auch zwischen ihnen sicher mal irgendetwas Neues kommt oder präsentiert wird auf der Karte. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass der Gast sowohl als auch hat. Und das macht schlussendlich, glaube ich, einen guten Mix aus. Und da arbeiten wir jeden Tag dran.